So Leute, da bin ich wieder mit dem nächsten Flash-Game für Halloween. Wir spielen das Spiel Never Ending Light. So, diesmal kann ich euch versichern, dass das Spiel ein gutes Flash-Game ist, da ich es vor Jahren schon mal gespielt habe und mich ungefähr daran erinnern kann, wie es war, aber die Rätsel und so nicht mehr weiß. Also wird es ein halber Blind Run, auf den ihr euch mal freuen könnt, weil das Spiel ist wirklich super. Gut, Klick ins Licht zum Beginnen. Und ich hoffe, ihr seid nicht, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit. Denn wenn wir da sind, werden wir das Licht ausmachen und sonst was. Sie können nicht mehr die Hand vor ihren Augen, vor deinen Augen sehen. Und da unten ist ein riesiger Stein, der aussieht wie ein Teddybär. Und herzlichen Glückwunsch, das ist die erste Hälfte des Geschenks. Die andere gebe ich dir, wenn, lass dich überraschen. Hahaha. Gut, das war Annabelle. Und wir sind wahrscheinlich der Typ dazu. Da sind wir. Tiger Magic, was? Auf jeden Fall, die öffnet die Tür und wir machen wohl eine Rundführung durch eine Höhle. Okay, und ich kann diese blinkenden Dinger hier wohl aufsammeln. Dann gibt es 49. Mal gucken, ob wir alle finden. Okay. Die nächste Region, wo wir hinkommen, heißt das Loch zur Hölle, wenn ich mich gerade richtig gelesen habe, das war wieder so schnell weg. Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich leider schon Licht ausschalte. Okay, wenn das Licht ausgeht, gebe ich dir ein drittes Geschenk. Also, sowas hört der Mann doch immer gern. Okay. Wonach sich das anhört und was ihr euch darunter vorstellt, ist euch überlassen. Ich mache jetzt keine schlechten Anspielungen. Dafür ist Andy ja immer noch da. So, Paul soll das Licht wieder anmachen. Aber Paul antwortet nicht. Polly! Die sagt Paul und da steht Mr. Walkie Talkie. Mr. Walkie Talkie, alter Schwede. Okay, scheint so, als ob wir technische Probleme haben. Ist ja kein Problem, wir sind nur mitten in der Dunkelheit. Und ich lache jetzt, wenn der Tourguide keine Taschenlampe dabei hat, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. And we're off. Ja, da ist die Tasche. Ups, was war das denn? So, wir haben den Tourguide zum letzten Mal gesehen. Oder hören tun wir ihn noch? Ja, get the flashlight. Ja, wie soll man ans Flashlight kommen, wenn... Ah, okay, wir haben ihn. Wir haben es. Gut. Ich kann leider nichts dagegen machen, wenn ihr jetzt die Maus seht, was wahrscheinlich der Fall ist. I should head back to the elevator and try to find help. Es tut mir leid. Okay, ich sollte zurück zum Fahrstuhl und da holen nach oben. Da ist noch so ein Orb. The generator isn't connected to the elevator. The wire is okay. Somewhere else. Der funktioniert nicht. Also fangen wir mal diesem Kabel hier mit dem bisschen Blut. Dem Blut zu folgen ist immer eine gute Idee, außer in Horrorgames. Aber wir wollen ja unserem schlimmsten Albtraum begegnen, sonst wäre es ja kein Horrorgame. Ich erforsche mir ein bisschen die andere Höhle, um diese Sternendinger da zu finden. Denn die würde ich... Oh, das hat sich gelohnt. Würde ich nämlich schon gern alle sammeln. Ich mag sowas halt, genauso wie auch bei anderen Spielen. Ich sammle liebend gerne Achievements. Ich finde, das ist eine schöne Beschäftigung. Okay, renne ich jetzt wieder hier hin.
wir gerade einfach mal drauf los. Die Kabel finden wir immer noch. Okay, eine Sackgasse. Also für ein Flash-Game finde ich die Lichtanimation in Anführungszeichen eigentlich gar nicht schlecht. Auch noch mal so ein riesiges Versteck. Okay, nee, da kommen wir einfach nur zurück zu der Stelle, wo eben die ganzen Leute verloren gegangen sind. Und ich mag's nicht, wenn die Taschenlampe flattert. Die Taschenlampe flattert, Fledermäuse flackern. Was? Was war das denn? Okay, anscheinend kommen uns manchmal auch Schatten zu nahe. Ich weiß nicht wieso, aber das hier erinnert mich irgendwie an eine Flash-Version von Alan Wake. Geh weg, Schatten. Los, hau ab. Ja. Wer ist bitte so lebensmüde und geht über so eine Leiter? Okay, außer wir jetzt in dem Spiel hier, aber... Wenn ihr in der Höhle stehen würdet, okay. Um rauszukommen, würde ich es wohl auch versuchen, aber... Die Chancen, dass das Ding einbricht, sind noch höher, als dass man da heil rüberkommt. Naja. In die Comments, würdet ihr es machen oder nicht? Oh, ey, wir haben ja schon fast alle gefunden. Okay, wir haben ein Seil gefunden. This wire should work with the elevator. Now I can get out of here. Okay, das heißt ab zurück zum Aufzug, aber. Was zur Hölle ist mit diesem Typ los und warum kommen da vier Arme oder sowas raus? Aber wie habe ich es doch schön so genannt? Ja, schon in Amnesia gesagt. Ich will's nicht wissen. Manchmal ist es besser, wenn man es nicht weiß. Was zur Hölle? Alter, hau ab! Geh fort, du Vieh! What? Toll. Toll, das hast du, Leuchtkugel, ja super begriffen, dass ich gefangen bin. Ist das wie nett. Wir können fliegen, du nicht. Wir können eins von den Viechern platt machen, will ich, aber für $50. Alter. Oh mein Gott. Ja, los. Kamehameha! Nice. Dann ab zum Elevator. Vor der Musik kriegt man vor den Ohrwurm. Finde ich. Mir kann man irgendwie irgendein dummes Lied vor die Nase setzen und ich summe das einfach 3 Tage später noch. Bis dann der nächste Ohrwurm kommt. Von Musik, die ich eigentlich sonst nie hören würde oder gar nicht hören will. Das ist das Schlimmste. Und nein, keine Links schicken. Bitte nicht. So. Los, fahr hoch! Ich hab jetzt gerade keinen Bock. How to fucking shit blow? What? Ja toll, jetzt müssen wir die Olle auch noch retten. Klasse. Mädel, kannst du nicht selber auf dich aufpassen? Oder so toll, da kommen wir nicht lang. Jetzt drauf wäre wie Heather in Silent Hill dann einfach mal Knarre gezückt und das war der Spaß.
Typen. Warum sich als Mann nicht wieder drum zu kümmern? Die macht das Ding doch eh schon halb platt, oder? Los, Baby. Oh, ist das süß. Ja, das sieht zwar alleine gekillt, aber okay. Just don't tell anyone that I talk like that when I get angry, okay? Gut, dann lauf mir nach. Wie so ein Hündchen. Okay. Da ist ein Vieh. Da kommen wir nicht vorbei. Wieso laufe ich eigentlich da lang? Ich soll die doch retten und dann hau mal hier ab mit dem Elevator. Ich hoffe, das war's. Natürlich nicht! Bist du mal bitte auf, an mir rumzulecken, du komisches Vieh? Okay, die Tussi ist tough. Draufspringt dem Typen in die Schnauze hauen. Oh, das sah ungesund aus. Das tut mir jetzt leid. Ein bisschen. Gar nicht. Ich tue wenigstens so. Okay. I need a weapon. Können wir jetzt hier irgendwie zurücklaufen, um da eine Waffe zu suchen? Das ist ja jetzt oben der Typ an der Brücke oder so weg. Dass wir hier durch können. Ja, ist er. Cool. Ja, hier waren wir schon. Da auch. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Ja, Leute, wenn das Video hier oben ist, ich habe zwar keine Ahnung, welche Reihenfolge ihr das gucken werdet, aber ihr könnt euch auch noch auf andere lustige Games freuen, beziehungsweise lustige und teilweise Fail-Games, die einfach mal viel zu schlecht sind, aber es sind vielleicht Games, oder wartet ihr? Und eine nette Überraschung mit Andi und mir. Seid gespannt. Okay. Ich höre hier seltsame Geräusche in meinem, im Haus. Obwohl ich dachte, dass eigentlich sonst momentan niemand wach ist außer mir. Nimm nur den Presslufthammer mit oder sowas. Ja, anscheinend laufe ich falsch. Dann versuchen wir nochmal von der anderen Seite, wo das Vieh war, ranzukommen. Vielleicht liegt hinter dem was. Oder irgendetwas in der Art. Ich weiß nicht, dass der Typ nicht sprinten kann. Das würde es um einiges erleichtern. Ich muss mich gerade darum beherrschen, dass ich nicht anfange zu singen. Es tut mir so leid. Das wollt ihr nicht hören. Ich kann zwar schon singen, aber ich kann nicht singen, wenn ich was spiele, dabei dumm rede und dann auch versuche zu singen, dann wird einfach nur schief. Und das will ich mir und euch nicht antun. Dann verliere ich ganz, ganz schnell alle Abonnenten, die ich überhaupt habe. Toll. Damit habe ich die Waffe gefunden. Es war ein Stück Arm von einem dieser Viecher. Wo laufe ich hier gerade wieder hin? Geht's nirgendwo. Gut, dann wo war das Vieh, das unsere Freundin geschnappt hat? Jetzt gibt's hier mit dem Arm von seinem Kumpel auf die Schnüss. So richtig links, rechts in den Leiskaul. Ab auf den Schwanz gehauen. Wer das Wort nicht kennt, in den Comments fragen, dann erkläre ich's euch. Das Vieh jetzt hinab. Ah. Voll der epische. Boah, hörst du mal auf mich zu hauen, du Drecksvieh.
das ist nicht sehr nett. Okay. Ach so, geht's dann noch weiter. Ich sollte mich mal lieber ein bisschen regenerieren, bevor ich hier weitermache. Oh, jetzt geht's in die Sackgasse, toll. What the f- okay. Das war kein Stein, das war ein weiteres Monster. Schnuggelchen, wie geht's dir? Super Antwort. I think I'm right. Ich denke nicht, dass ich alle inneren Organe brauche. Geiler Spruch. Oh, don't look so concerned. I'm just a little bruised up, is all. Gut, dann, hauen wir mal ab, zurück zum Fahrstuhl. Was ich überhaupt nicht verstehe, beim Start dieses Spiels stand ja da was von Part 1 von 3. Ich weiß einfach nicht, ob das Spiel in drei Parts unterteilt ist, die man nacheinander spielt, oder ob es davon drei Teile geben soll. Ich habe aber bis auf das, auf diesen Teil hier noch keines davon gefunden. Also, falls es davon mehr Teile gibt und ihr sie kennt, sagt Bescheid, ich würde sie gern spielen. Alter, geh fort, hau ab! I understand now, why we were long ago forbidden to enter the never-ending light. It is because we are too similar, my kind and yours. Ich werde jetzt nicht alles übersetzen. Wenn ihr es wollt, Comments, dann schreibe ich eine Übersetzung in die Videobeschreibung oder sowas. Aber ich denke, die meisten von euch sollten das ein bisschen Englisch verstehen können. In our mutual quest to possess all. Speaking of devour. Vor allem mag ich nicht irgendwas zu übersetzen, was dann extrem schnell weg ist. Out there in the never ending light. Ja, wir sind alle sehr, sehr lecker, Freunde. Komm her, ich hau dich mit deinem Artgenossen. Jetzt sag nicht, wir müssen uns doch jetzt mit ewig vielen Leuten kloppen. I need a nap. To be continued. Okay, ich habe nicht alle der Surprise gefunden. Mir fehlen 6 Stück. Okay, Annabelle ist 19. Gut. Ja. Das war das Spiel. Ich habe zwar keine Ahnung, was diese Fragezeichen sein sollen mit den Sprites, aber ich fand es ganz cool. War eine nette kleine Zeit. War eine nette kleine Zeitvertreib. War ein netter kleiner Zeitvertreib für ein Halloween-Game, also für ein Flash-Game, was zu Halloween passt. Nicht schlecht im Vergleich zu anderen gewissen Let's Plays. Purgatorium. Husts. Ja, da dürft ihr euch auch noch drüber freuen. Und ja. Mal gucken, wie viel Flashgame ich noch machen werde. Ich denke wohl noch eins sicher und eine kleine Überraschung mit Andy. Bis dann, ihr lieben Leute. Ciao.